euch heute unseren Roboter präsentieren und das ist daraus geworden. Er ist so, im Verhältnis vielleicht zu anderen Schulen, vielleicht relativ lang geworden. Er hat so relativ viele Funktionen. Also wir haben so gemacht, dass er alle Sachen eigentlich, ohne dass wir jetzt etwas umstecken müssen, bewältigen kann. Zum Beispiel haben wir jetzt gemacht, dass er da so in die Höhe gehen kann, dass er eben da zum Beispiel sich an die Klimmzugstange hängen kann. Das ist eigentlich die Funktion, was uns fast am wichtigsten war. Es sind in Summe 4 Motoren verbaut, 2 für die Fortbewegung, jeweils einen Reifen angesteuert, dass er sich ganz normal so dran kann. Die restlichen Funktionen haben wir dabei alle mit einem einzelnen Motor gelöst, der was da in der Mitte sitzt. Der drückt die Zahnstangen da innen einfach hoch und die ganze Kabine da drumherum fährt und kann Sachen durchführen. Eben zum Beispiel die Klimmzugstangen, eben verschiedene Sachen anheben und. Ja, und die einfachen Sachen, wie zum Beispiel da dagegen fahren, das kann man sowieso. Also, das kann, glaube ich, ziemlich jeder Roboter einfach das da reinschieben, das ist zum Beispiel kein Problem. Oder da das Laufrad zum Schauen, wie viele Umdrehungen das man macht, das ist halt eine Sache, wie, dass man schaut, wie genau das man eigentlich programmieren kann, dass man dorthin kommt. Das sind so Sachen, die bringen wir zusammen. Oder da das Reifen ausziehen, das haben wir uns genauer angeschaut, dass wir das zusammenbringen. Wir können da viel mehr machen, das Problem ist nur das, wir haben jetzt halt in letzter Zeit nicht so viel Zeit gehabt, weil wir eben durch Corona relativ wenig in der Schule waren, sagen wir so. Und jetzt haben wir halt nur die paar Stationen machen können, aber wir hoffen halt trotzdem, dass es nicht so wenig Punkte gibt. Dafür.